Oh Mist, Diamanten müssen in den weißen Slot. Und das können sie nicht. Moment. Wo sind jetzt meine Diamanten gelandet? Der hat die... Ach nein, hier. Oh Gott. Ach nein, die Diamanten gehen ja gar nicht zum Furnace. Ach, fantastisch. Stimmt, die Diamanten brauchen ja gar kein Filter. Wir müssen auf jeden Fall diese Iron Chest upgraden. Und dafür brauchen wir das noch mehr von den wenigen Goldressourcen, die wir eh schon haben. Was natürlich nicht so geil ist. Ah, bam. Aber vielleicht haben wir ja hier noch Gold drin. In der Tat. So. Jetzt gucken wir mal. Lead und Silver werden wir nicht nochmal definieren müssen, weil das ist ja hier vorne wieder. Hat sich nicht gestapelt, haben wir also schon verarbeitet. Tin, Copper, Gold, Kohle wäre vielleicht noch interessant. Sapphire, ja, vielleicht. Sulfur, Ruby, Lapis, Appetite. Das ist pures EMC, genau wie Peridot, Uran und Emerald. So, alles andere müsste eigentlich normal in den Macerator reingehen können. Tin, Copper, Gold. Ich meine, das ist Vanilla Minecraft und Industrial Craft selbst. Glowstone braucht man natürlich überhaupt nicht reintun. Was ich toll finde, dass er das überhaupt abbaut. Ist streng genommen kein Ohr, aber gut, macht er. Und das ist in Ordnung. Emerald Ohr. 3 aus dem Extractor. Okay, dann brauchen wir gar nicht lange nachdenken. Das muss in den roten, in den Extractor. So. Dann haben wir hier Peridot. Das will geschmolzen werden. Okay, das ist ja langweilig. Da kriegen wir ja gar nichts raus. Wahrscheinlich... Ach nein, Quatsch. So. Wahrscheinlich ist es für Sapphire genauso und für Ruby auch. Jawohl. Die brauchen wir eigentlich nur für ein paar Werkzeuge. Wir könnten aber auch komplett drauf verzichten. Also ich meine, wir könnten sie auch einfach... Kohle will extrahiert werden. Wir könnten die auch einfach... verscrappen als EMC. Eigentlich brauchen wir es nicht. So, das will in den Macerator, das Sulfur, okay. Lapis kommt auch in den Extractor. 10 bekommen wir daraus. Wir kommen 8000... das müsst ihr euch mal überlegen. 8640 EMC. 864 ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Ich weiß nicht, wie sie auf diese Zahl kommen. Aber 8640 EMC ist ja mehr als ein Diamant. Das heißt, aus einem einzigen Lapis-Ohr bekomme ich einen Diamanten. Das heißt, wir haben hier 20 Diamanten. Donnerwetter. Okay, kommt auch zum Extractor. Und Appetite will auch nur geschmolzen werden. Okay. Dahin. Gut. Und jetzt haben wir noch Uran. Das kommt auch in den Macerator. Relativ viel EMC. Ein Ohr gibt uns auch 2 Diamanten. Ich weiß nicht so genau, ob wir das verscrappen wollen oder nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Warum geht's hier nicht? Oh, so viel Redstone. Redstone hat auch viel EMC. Also ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dann bekommen wir genug EMC, um alles zu bauen, was wir wollen. Oder nicht alles. 42. Okay, wir bauen jetzt die Watch of Flowing Time. So. Okay. Wir nehmen uns jetzt das Aeternalos Fuel, weil wir das brauchen. So. Und werden zusehen, dass wir Aeternalis Fuel herstellen, um ein Dark Matter herzustellen. So, und das können wir jetzt auch. Für die Watch of Flowing Time brauchen wir nur Dark Matter, kein weiteres Aeternalis Fuel. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr herstellen. Wird hergestellt. Hä? Ach, mit dem Block of Diamond. Oh. Das hatte ich jetzt irgendwie übersehen. So, Block of Diamond umrundet von Aeternalis Fuel. So, haben wir Dark Matter. Wir brauchen 4 Stück. So, und das heißt, ich brauche es nicht mehr zu craften, sondern kann einfach so viel reingeben, bis wir genug haben. So, wir mit den Mobius Fuel Blocks kommen wir ziemlich gut hin. Ist natürlich nicht genug, aber wir haben hier noch 13 Diamanten. Reicht auch nicht ganz. Deshalb geben wir hier noch mehr rein. Und da haben wir... Mist, jetzt habe ich ja 5 gebaut. Okay. Eigentlich ist es relativ egal. Wir können es einfach wieder hier reintun und haben EMC für später. So. Watch of Flowing Time. Wir brauchen Obsidian und 2 Glowstone. Glowstone haben wir ja eh gefunden. So, Obsidian haben wir hier noch. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Glock.
Wir brauchen noch ein einziges Redstone. Boop. Und dann können wir tatsächlich die Watch of Flowing Time bauen. Das ging erfreulich schnell. Bam. So. Jetzt steht da. On Pedestal gives 18 Bonus Ticks. Oh nein. Oh nein, wirklich on Pedestal. Time Control Mode set to fast forward. Okay. Warte mal, ist das jetzt... Ist das jetzt mehr oder nicht? Rewind? Rewind wäre schlecht. Off. Nee. Nee, es bringt irgendwie nichts. Fast forward. Das hilft leider nicht. Mist. Ich weiß gar nicht, was der gerade verbraucht an Materialien. Keine Ahnung. Wir machen den mal aus und machen den so aus. So. Okay, wir brauchen tatsächlich ein Dark Matter Pedestal. Und es ist so teuer, weil es so wertvoll ist. So, das ist nachvollziehbar. Jetzt können wir natürlich alles, was wir in EMC haben, da reinballern und versuchen... Gott, das ist albern. Und versuchen, so viel EMC zu bekommen. Wir brauchen 4 mal Dark Matter mal 5. Wir brauchen 20 Dark Matter. Und über das Red Matter wollen wir eigentlich noch nicht nachdenken. Ich meine, doch, könnte man natürlich. Wir brauchen 20 und nochmal 12. 32. Ein halber Stack. Ha, ist doch nix. Okay. Wie sieht's denn aus mit Diamanten? Da will ich eigentlich immer so den letzten aufheben, wenn es irgendwie Sinn macht. Bin mir da nicht so sicher, ob das Sinn macht oder nicht. Wir packen hier einen Notdiamanten rein. Und geben dem einfach mal alle. Oh, ich meine so. So, da haben wir jetzt nicht mal ganz 3 rausbekommen, ne? Darf man jetzt nicht unterschätzen, wie viel man dafür braucht. Aber wir haben hier einiges an Materialien, was reinkommt, was wir nicht brauchen. Guck mal, hier ist so viel Aluminium. Es ist lächerlich, wie viel Aluminium hier ist. Und es ist auch lächerlich, wie viel Tin hier ist. Das ist mehr, als wir realistisch betrachtet brauchen. Auch so viel Redstone benötigen wir nicht. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen grobschlächtig. Einfach alles verscrappen, was nicht nied- und nagelfest ist, weil es nicht benötigt wird. Da muss man einfach ganz hart sein und sagen, brauchen wir das wirklich? Na, da muss man jetzt ein bisschen durchgreifen. Auch hier, guck mal, wie viel Redstone hier ist. Meine Fresse. Und es wird ja nicht weniger. Das ist ja die schöne Sache. Es wird ja wirklich nicht weniger. Man bekommt ja immer mehr Materialien. Hier ist jetzt leider gar nichts drin. Was natürlich nicht so schön ist. Wir wollten hier stattdessen lieber noch einen Stack Redstone reinmachen, der gleich zur Kohle transferiert wird. Ich meine, toller Tausch. Und gleich zu Gunpowder. Wunderschön. Und dann gucken wir hier mal. Wir haben auch ziemlich viel Kohle. Diese ganzen Peridot und sowas. Oh, ich habe ja noch gar nicht alles... So, da muss ja erstmal alles in den Messer... In unsere Chest rein. In unsere Monster-Chest hier. So, da kommt jetzt mal alles rein. Und das müsste eigentlich auch alles verarbeiten können. So. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass das alles in seine richtigen Richtungen läuft. Was wir sonst jetzt hier noch haben. LED ist irgendwie ziemlich wenig. Appetite brauchen wir für überhaupt nichts. Das ist Forestry, das mache ich nicht. Und die Dinger hier, realistisch betrachtet, brauchen wir sie nicht. Die können auch da rein. So, warte du. So, wie ich da meine. So, wir hätten jetzt natürlich anstelle der Watch of Flowing Time natürlich auch Swiftwolf's Rending Gale bauen können, um fliegen zu können. Das hätte nämlich auch 4 Dark Matter gekostet. Das Lustige dabei ist, wir können den sogar immer noch bauen. Vielleicht ist es keine schlechte Idee. Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Denn können wir nämlich damit erst einmal fliegen. Und das ist gut. So, Swiftwolf's Rending Gale. Da braucht nur Federn und ein Iron Band. Da brauchen wir ein Bucket mit Lava, was eigentlich eine sehr einfache Übung sein sollte. Nein. So. Haha. Bucket mit Lava. So. Und warum habe ich denn kein Iron? Ich hatte doch eben Iron. So. Iron haben wir echt wenig. Das ist seltsam. Federn haben wir auch. Wir haben den Swiftwolf's Rending Gale schon fertig. So. Das wäre jetzt albern, den nicht zu bauen, weil wir was anderes versuchen. So. Mit dem kann ich fliegen. Punkt. Einfach so. Ohne irgendwelches Wenn und Aber.
glaube ich. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher. So, wir probieren es jetzt mal. Der kleinste Ein hat 0 EMC. Buchstäblich. Die Watch of Flowing Time kommt weg. Dark Matter kommt auch weg, falls der Dark Matter als Rohstoff anzapfen sollte. Und ich kann nicht fliegen. Ha, das ist tragisch. Warum nicht? Normalerweise ging das doch. Es ging doch mal. Irgendwann ging das mal. Wartet mal, gebt mir mal kurz so und mach mal kurz so. So, da ist es ein bisschen drin. Und, das ging mal, ich bin mir ziemlich sicher. So, jetzt können wir fliegen. Und der kleinste Ein wird irgendwie nicht wirklich leer. Der wird nicht wirklich leer. Ne? Und das ist so eine Sache. Ja, der ist immer noch bei 67. Ich glaube, der verbraucht seinen Treibstoff irgendwie. Aber nicht so wirklich, habe ich den Eindruck. Wenn wir den jetzt in den Bag of Holding packen, funktioniert er immer noch. Und wenn wir jetzt den in den Bag of Holding packen, dann funktioniert er nicht mehr. Okay. Das ist aber eigentlich kein Problem. Stored EMC 13. Okay. Stored EMC 0. Ah ja. Warte mal. Nein. Hä, aber das hat doch eben so lange funktioniert. Warum funktioniert denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Oh weh, das ist nicht gut. Das ist schlecht. Der funktioniert ja gar nicht mehr so wie früher. Da war mal viel besser. Ach Mann. Kann ich den umtauschen? Kann ich nicht. Warum kann ich den nicht umtauschen? Das finde ich jetzt doof. Ich will einen Umtausch. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich mich ein bisschen übernommen und Sachen gebaut, die ich vielleicht nicht hätte bauen sollen. Mit dieser Watch of Flowing Time ist es ja viel zu teuer. Dieses Dark Matter Pedestal ist ja lächerlich. Es hat lächerliche Anforderungen. Okay, den Swiftwoods Rending Gale, den packen wir erstmal weg. Ich meine, nee, den müssen wir ja gar nicht wegpacken. Watch of Flowing Time, das können wir alles behalten. Das können wir alles hier reintun, genau wie Dark Matter. Und prinzipiell mit einem Stack Redstone auf Materialsuche gehen. So, weil das ist einfach das, worauf es immer hinausläuft. Klar haben wir hier jetzt wieder schöne Diamanten. Man könnte natürlich auch gucken, ob wir noch mehr Laser Drills bauen können. Aber ich glaube, dann wird es langsam schwierig mit unserer Stromversorgung. Wir könnten natürlich auch sehen, dass wir hier mal noch mehr von den Solar Arrays bauen können. Weil hier haben wir jetzt 6. Okay, 6 Stück. Ach, hier kann man auch durchlaufen. Sehr viel angenehmer, als über die Dinger zu springen. Okay. Coal Dust brauchen wir. Müssten wir mal gucken. Wir haben schon relativ lange keinen mehr produziert. Nehme ich jetzt mal an. Es wäre gut, wenn wir hier nochmal einen Stack Coal Dust herstellen können. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir... Warte mal, kann ich das nicht auch in unsere Mega-Chest packen? Das wäre eigentlich ganz angenehm. Warum haben wir so viel Glowstone? Das ist nicht wenig EMC. So. Rein da. Das müssten wir doch auch hier rein tun können, nicht wahr? Der müsste in den Macerator reingehen, weil er sonst keinen anderen Weg findet. Genau. Dann können wir den hier nochmal mit Kohle ein bisschen aufstocken. Wunderschön. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier bald 2 Stacks Coal Dust. Coal Dust ist so eine von den Sachen beim Craften hier, die mehr nervig sind als alles andere. Rubber haben wir sehr viel. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. So, Rubber, Rubber. Rubber, Rubber. Bam. Refined Iron Ingot. Das ist wirklich das, wo wir ein bisschen Probleme haben. Wo wir aus irgendeinem Grund nicht sonderlich viel Iron haben. Das ist so eine von diesen Sachen, die in Modpacks gerne mal passieren, dass so viele Ores gespawnt werden, dass man die normalen Sachen nicht mehr so gut findet. Und dazu gehört natürlich dann auch Iron, was man einfach nicht mehr findet in der Welt. Die ganzen Emeralds hier. Für irgendwas haben wir vor kurzem Emeralds gebraucht. Ich glaube für den Mob Duplicator, ja. Aber abseits davon ist es jetzt nicht wirklich nötig. Die können wir hier genauso verscrappen. Wir brauchen keine Emeralds. Guck mal, 3 Dark Matter schon wieder. Wunderschön. Okay.
Moment, jetzt wollen wir mal kurz das Dark Matter hier rausnehmen und wieder da reintun. Dann wissen wir, wie viel wir haben. 5. So. Okay, jetzt könnten wir natürlich... Ach, die Pickaxe ist kaputt. Jetzt gib mir doch mal eine gute Pickaxe. Ja klar, eine Red Matter Pickaxe. Wir hätten auch eine Dark Matter Pickaxe bauen können. Die geht wenigstens nicht kaputt. Ja, wisst ihr was? Eigentlich ist das eine gute Idee, weil die hat interessanterweise ein noch krasseres Vein Miner als unser normal. Ja, das ist eine gute Idee. Wir sollten hier, es benutze ich ständig alles Dark Matter, was wir haben. Und wir werden nie dahin kommen, wo ich hin will. Ich meine, selbstverständlich werden wir, aber nicht ganz so schnell, ne? So, das habe ich eben gesehen, das Rezept. Philosopher's Stone, 2 Diamanten, dann kann es wieder weg. Und dann bauen wir hier eine unzerstörbare Dark Matter Pickaxe. So, sehr schön. Die braucht auch EMC, um zu funktionieren. Oder besser gesagt, sie braucht, wir werden das gleich mal erkundschaften und herausfinden, indem wir mal hier einfach wieder unter Tage gehen. In die beste Höhle aller Zeiten. Ich weiß nicht, warum die so gut ist. Und gucken uns da mal um. Auf jeden Fall hat die eine besondere Art von Vein Miner. Nämlich, dass wir eine Mod wie Vein Miner gar nicht mehr brauchen. Da könnte man jetzt unter Umständen sagen, ich habe Ore Excavation vorschnell installiert. Aber das hat mich halt in dem Moment genervt und geärgert. Es gibt hier nämlich eine Alternative, wenn man so will. So, wir schießen jetzt einfach mal irgendwo, wo wir noch nicht waren. So. Bam. Okay, hier waren wir schon mal. Aber das macht nichts. Wenn ich jetzt mit der Dark Matter Pickaxe rechts klicke, dann wird hier automatisch nur das Ohr abgebaut. Das kostet mich keinen Hunger. Und das kostet halt noch weniger Zeit. Und das ist eine interessante Kombination, darf ich mal so anmerken. Bam. Hier waren wir noch nicht. Na, wunderschön. Dann haben wir hier wenigstens mal eine neue Ortschaft gefunden. Einen neuen Ort, wo wir noch nicht waren. Das Problem ist jetzt eher, dass wir natürlich das ganze Redstone verbrauchen, was ich mitgenommen habe als Treibstoff. Guck mal, wie schnell das geht. Gar nicht normal. Und eine gute Pickaxe ist es außerdem. Und das, wo der Charge noch gar nicht aufgeladen ist. Ich glaube, denn baut sie so eine Dreierreihen ab. Was wir nicht unbedingt brauchen. Ja, jetzt habe ich jedenfalls keinen Redstone mehr. Und das ist schlecht, weil ich immer darauf gehofft habe oder darauf spekuliert habe, dass wir Redstone finden, um den Destruction Catalyst weiter benutzen zu können. Aber das haben wir gerade nicht. Wenn ich die jetzt auflade, dann ist er auch nur schneller. Die baut jetzt nichts Besonderes. Okay, das macht scheinbar keinen Unterschied. Wenn wir keinen Charge haben. Oder vielleicht war das auch nur die Red Matter Pickaxe. Ich bin mir dann nicht mehr so sicher. Es war ein bisschen konfus. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der vielleicht einfach Kohle nehmen kann. Jawohl, er nimmt auch Kohle als Treibstoff. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein bisschen Glück haben und zusehen, dass wir entweder Kohle finden oder Redstone. Und dann sollte das kein allzu großes Problem sein. Ich weiß nicht, warum der gerade das Redstone nicht richtig abgebaut hat. Das kam mir komisch vor. Hätte er eigentlich... Der hat das irgendwie nicht als eine... Der erkennt das nicht als eine Vein an. Wie seltsam. Vielleicht, weil es etwas anderes droppt als das Ohr an sich. Ich habe allerdings keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das auch nur im geringsten... Nee, bei Kohle funktioniert es ja auch. Okay, hier funktioniert Vein Miner nicht. An dem Gravel. Dafür bräuchte man eine Dark Matter Shovel. Ne? Nachvollziehbar. Die Pickaxe ist zwar krass, aber sie kann halt auch nicht alles abbauen. Aber hier hat es eben teilweise funktioniert. Äußerst seltsam. Gut, dann müssen wir halt dafür die normalen Dings benutzen. Den normalen Vein Miner. Was soll's? Ist ja egal. Weil mit allem anderen funktioniert's. Sapphire nochmal. Bisschen rohes EMC. Aluminium-Ohr. Ich weiß übrigens, dass ich gesagt habe, dass wir ein bisschen Galacticraft machen wollen. Da muss ich halt, eigentlich muss ich mich nicht mal sonderlich informieren. Ich glaube, wir kriegen das zum Großteil noch so hin. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da so viel geändert hat. Das werden wir dann noch sehen. Oh ja, ich merke gerade, wir bekommen keine Erfahrung, wenn ich
wenn ich das Vein-Miner von Project E benutze. Nee, ich glaube nicht, dass sich da so viel geändert hat und dementsprechend sollte ich eigentlich klarkommen und vernünftig eine Rakete bauen können. Es dürfte eigentlich nicht schlimm sein. Ich weiß nicht. Ich rede mir jetzt auch ein, dass nur weil sich nichts geändert hat, ich noch weiß, wie es geht. Ob das wirklich stimmt, habe ich keine Ahnung. Wirklich nicht. Vielleicht wäre es doch interessant, wenn wir mal in den Nether gehen würden, um zu gucken, wie das Vein-Miner da funktioniert. Und vielleicht noch ein paar Ores zu definieren für unser Dingens. Und vielleicht nochmal... Ja, es läuft halt jetzt alles ein bisschen gleichzeitig, ne? Wir brauchen mehr Strom für mehr Mining-Drills oder mehr Mining-Laser, was auch immer jetzt davon das macht, was ich will. Und dann können wir schneller Materialien bekommen und dann sollten wir auch unsere Watch of Flowing Time auf einem akkuraten Podest platzieren können. Denn scheinbar ist dieser Watch of Flowing Time meiner Hand nicht heilig genug. Ich weiß ja auch nicht warum.